Wie intelligent ist die Katze? Genau das wollen wir heute rausfinden. Pünktlich zum Weltkatzentag und zum Geburtstag des richtigen Roger Penrose machen wir mit unserem kleinen Fellnasen Penrose einen kleinen Intelligenztest. Dazu haben wir zwei Seiten voller Fragen und Aufgaben und wollen mal gucken, wie Penrose darauf reagiert. Der Originaltest stammt von Half Asleep Chris, der das Ganze mit seinen beiden Katzen durchgeführt hat. Und weil wir das Video so lustig fanden, machen wir das gleiche nochmal mit Penrose. Also, viel Spaß dabei und mal gucken, wie Penrose so abschneidet. Frage 1 ist, spielt deine Katze einen Film mit Vögeln vor und gucke, wie sie reagiert? Okay, also wir wissen, Penrose beobachtet sehr, sehr gerne Vögel, die draußen rumfliegen. Solche Bildschirmvögel hat er vorher noch nie gesehen. Mal schauen. Also ich würde sagen, diese Aufgabe hat Penrose sehr gut hinter sich gebracht, denn er fand das Video zwar kurz interessant, hat aber sehr schnell festgestellt, dass die Vögel irgendwie nicht mit ihm spielen wollen und dass das doch eher langweilig ist. Also, volle Punktzahl für die erste Aufgabe. Frage 2 ist, stelle einen Spiegel vor deiner Katze auf und gucke, wie sie reagiert. Genau, das Problem an der Aufgabe ist, dass wir keinen großen Spiegel haben. Wir haben nur diesen kleinen Handspiegel, aber den zeigen wir ihm jetzt einfach mal. Okay, auch hier würde ich sagen, er findet das zwar irgendwie interessant, aber auch nicht so richtig und er versucht auf jeden Fall nicht, den Spiegel anzugreifen. Und auch bei großen Spiegeln hat Penrose noch nie versucht, das Spiegelbild anzugreifen. Aber gleich für den Spiegeltest haben wir uns noch überlegt, wir zeigen ihm einmal den Spiegel so, dass er das Spiegelbild sehen kann. Und dann noch einmal so. Und tatsächlich ist seine Reaktion eigentlich genau gleich. Also geht es wohl eher um das Objekt, was ich ihm hier hinhalte und nicht so sehr um das Spiegelbild. Frage 3 ist, lege einen Faden auf den Rücken deiner Katze und beobachte, was sie tut. Also Penrose reagiert quasi gar nicht. Das wundert uns ein bisschen, weil er das sonst eigentlich gar nicht mag und sofort anfängt mit dem Faden oder dem Band zu spielen. Aber gut. Aufgabe 4 ist, zeig deiner Katze ihr liebstes Spielzeug und dann verstecke es. Okay. Penroses liebstes Spielzeug ist diese Giraffe. Penrose! Und er findet sie sofort wieder. Frage 5 ist, wacht deine Katze jeden Tag um die gleiche Zeit auf, beziehungsweise hat sie eine Morgenroutine? Okay, bei Penrose variiert die Morgenroutine ein bisschen, aber er hat auf jeden Fall eine. Zum Beispiel möchte er morgens immer pünktlich sein Futter haben, dann möchte er nochmal einmal ordentlich gestreichelt werden. Es ist ihm ganz wichtig, dass er dann noch ein bisschen auf seinem Balkon geht und die Lage checkt. Und dann am späten Vormittag legt er sich immer hin auf einen von seinen Lieblingsplätzen und schläft. Also ja, Morgenroutine, aber sie schwankt ein bisschen, deswegen 3 von 5 Punkten. Frage 6 ist, geht deine Katze jeden Tag um die gleiche Uhrzeit schlafen, beziehungsweise hat sie eine Abendroutine? Okay, Penrose Abendroutine ist so ähnlich wie die Morgenroutine, nur andersrum. Also er möchte auch was zu fressen haben auf jeden Fall, dann legt er sich meistens noch mal ein bisschen hin. Dann will er noch eine Runde spielen, wieder auf den Balkon gehen. Nochmal die Lage checken, dann setzt er sich meistens noch eine Weile auf seinen Kratzbaum und wenn wir schlafen gehen, geht er auch schlafen.
Die ist etwas fester als die Morgenroutine, deswegen bekommt er 4 von 5 Punkten. Frage 7 ist, mag deine Katze viel unterschiedliches Futter? Für die Frage gibt es insgesamt 5 Punkte und wir haben uns überlegt, wir teilen die auf. Also ein Punkt ist für Leckerlis möglich, zwei für Nassfutter und zwei für Müsli, also Trockenfutter. Leckerlis frisst Penrose alles, was wir ihm bis jetzt gegeben haben, also da schon mal volle Punktzahl. Beim Müsli ist er auch nicht so wählerisch, da frisst er auch einige verschiedene. Beim Nassfutter ist er deutlich wählerischer, da hat er so seine paar Sachen, die er frisst und den Rest lässt er liegen. Also zusammengezählt 4 von 5. Frage 8 ist, wie teilt dir deine Katze mit, dass sie hier gefüttert werden möchte? Penrose weicht einem so ungefähr eine halbe Stunde vor seiner Essenszeit nicht mehr von der Stelle. Er sitzt zwar nicht traurig neben seinem Futterplatz, aber ich würde sagen, das zählt trotzdem. Er miaut und sagt immer Hunger. Penrose, hast du Hunger? Ja. Wollen wir was essen? Hunger. Und wenn wir dann losgehen und ihm sein Fressen holen, geht er auf jeden Fall mit dorthin, wo sein Fressen gelagert wird und zeigt einem ganz genau, wo er das hinhaben möchte. Deswegen 2, 3 und 4, damit volle Punktzahl. Frage 9 ist, macht deine Katze unterschiedliche Geräusche für unterschiedliche Bedürfnisse? Eindeutig. Penrose ist zwar keine große Schnackerkatze, also er kaut einem nicht ständig ein Ohr ab. Aber wenn er mauzt, dann kann man sehr eindeutig unterscheiden, was er möchte. Wir sagen sogar manchmal, dass er einige Wörter richtig sprechen kann, weil sich das sehr ähnlich anhört zur Menschensprache. Eindeutig volle Punktzahl. Frage 10 ist, wie viele verschiedene Wörter versteht deine Katze eigentlich? Penrose versteht einige Wörter, zum Beispiel seinen Namen, den Namen vom Förschermädchen, Mama, komm her, Pfote, Balkon, Sitz, hoch, runter, Hunger und noch einige mehr. Also eindeutig volle Punktzahl. Frage 11 ist, wenn du deine Katze streichelst, zeigt sie dir ja genau, wo sie gestreichelt werden möchte? Penrose zeigt einem vor allem sehr deutlich, ob er gerade gestreichelt werden möchte. Wo er gestreichelt werden möchte, gar nicht so häufig. Manchmal ja, manchmal ist es ihm relativ egal. Und jetzt gerade möchte er eigentlich eher spielen. Frage 12 ist, kann deine Katze Tricks? Und Penrose kann einige Tricks, zum Beispiel hoch, nach Sitz, die Pfote, gut gemacht. Also bei uns kriegt Penrose immer mein Leckerli zur Belohnung, weil er das da so toll gemacht hat. Also, und Frage 13 ist, wie lange kann sich deine Katze eigentlich in diese Tricks merken? Und die Antwort ist, Penrose kann sich das ganz, ganz lange merken. Wir haben ihm das schon vor bestimmt knapp 2 Jahren beigebracht und er kann die immer noch wunderbar, selbst wenn wir sie nicht täglich mit ihm üben. Abschnitt 3 ist eine offene Frage und zwar die Einschätzung von Menschen. Die Frage ist, du kennst deine Katze am besten. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie intelligent ist deine Katze? Was würdest du denn sagen? Also, ich würde ihm 8 Punkte von 10 geben, eben weil er für mich sehr intelligent ist, weil er sehr viele Wörter verstehen kann und sogar ein paar sprechen kann. Und er kann Kunststücke und er kann sogar apportieren. Also für mich ist das sehr intelligent und besonders. So, wir haben jetzt die einzelnen Abschnittspunkte schon mal zusammengezählt und jetzt kommt die Gesamtpunktzahl. Was ist die Gesamtpunktzahl? Die Gesamtpunktzahl ist 48 von 57. Und was bedeutet das? Gelandet ist er damit auf Cleveres Kätzchen.
Meinst du, das passt zu Penrose? Das passt auf jeden Fall zu Penrose. Er ist kein Katzensuperhelden, aber auch nicht Köpfe voller Fluff. Ich finde auch, das passt sehr gut zu Penrose. Oh ja. So, wir hoffen, euch hat unser Video gefallen, passend zum Weltkatzentag. Und wenn ihr den Test mit eurer Katze ausprobiert, dann lasst uns unbedingt einen Kommentar da und sagt uns, wie eure Katze abgeschnitten hat. Und ansonsten gilt wie immer, Hauptsache es ist eine liebe Katze und ob eure Katze jetzt ein kleines Köpfchen voller Fluff hat oder ein Katzensuperhirn ist, Hauptsache sie sind lieb. Und wenn ihr mögt, schaut euch gerne auch nochmal das Originalvideo von Half Asleep Chris an. Bis zum nächsten Mal, tschüss! Thank you.